Yo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch mal, was wir gemacht haben. Wir sind mittlerweile schon bei der Folge 12 vom Survival-Überlebensprojekt. Und zwar ist jetzt einige Zeit vergangen seit meiner letzten Aufnahme. Und displizitlich habe ich viel gebaut. Kleiner Spoiler hier zum Beispiel schon mal. Ich war nicht alleine unterwegs. Das wäre auch wahrscheinlich sehr aufwendig gewesen. Ich habe noch zwei weitere Mitspieler. Genau, und vielleicht fangen wir mal an, dass ich euch die Karte zeige. Ich habe nämlich hier die Gegend einigermaßen kartiert. Und die können wir uns mal angucken. Hier im Hafenbereich ist die Hauptkarte. Ich habe noch kleinere Karten gemacht. Aber man sieht, hier ist ein Graben eingelegt worden. Ich habe weiterhin auch coole Farms gebaut. Im Nether unter anderem auch eine, die uns dann noch angucken werden. Das hier war der Versuch einer Raid Farm. Die Raid Farm, das ist gar nicht aktualisiert, steht jetzt aber da. Genau, dann kann ich euch mal erklären. Also hier haben wir eine Burg gebaut. Projekt Burg, das habe ich mit einem anderen Mitspieler gebaut. Das war eine Sache von 5 Tagen, bis die so stand, wie sie jetzt da steht. Ne? Die ist aus einem Geschichtsbuch nachgebaut, weil das eine sehr gute Zeichnung war, wo man halt gut erkennen konnte, wie was ist und so. Ne? Die Karte ist nicht ganz auf dem aktuellsten Stand, aber das hier ist mein kleiner Bereich, so mit meinem Hafen und so. Da hinten gibt es einen Turm. Und das ist die Insel von Keksi. Das hier. Hier ist das Spawnpunkt, da. Genau, und das hier ist das Netherhaus, was ich so gebaut habe. Und das ist eine angefangene Stadt. Da ist die Karte auch nicht ganz auf dem aktuellsten Stand. Die Stadt geht hier noch dann so rum, also ist nicht gebaut bisher, sondern das ist so markiert. Einige Häuser sind schon gebaut für Dorfbewohner und deren Berufe. Genau, die hat auch noch mal einen eigenen Hafen. Wie gesagt, die Karte ist nicht ganz aktuell. Wir können die mal aktualisieren. So, da aktualisiert sich die Karte auch schon. Genau, da liegt auch ein Boot drin. Und dann würde ich euch mal gerne zuallererst die Farm im Nether bauen. Nicht bauen, sondern zeigen. Und auf jeden Fall, das ist eine XP-Gold-Farm. Und ja, die ist ziemlich gut, sag ich mal so. Ich benutze die für das Reparieren meiner Werkzeuge und so, ne? Und da gehen wir mal hin. Und oben an der Netherdecke angekommen, sehen wir einmal, hier geht's hoch zur Goldfarm. Und hier habe ich eine Farm gebaut für, ja, hier fallen da down die Piglins von oben runter. Farm für Basalt gebaut, nämlich, den kann man nicht, also mit meinem Stand kann ich keine Farm bauen, die vollautomatisch ist. Da muss man drinnen stehen und meinen. Genau, und jetzt geht es hoch zur Goldfarm. Die habe ich nach einem Tutorial-Video gebaut, habe sie aber so umgebaut, dass die Technik einfach ist, um die zu töten und nicht so anfällig ist wie die Technik davor. Ebenfalls habe ich drunter direkte Weiterverarbeitung der Stoffe gebaut, wie man hier sieht. Diese Plattformen sind auch nicht mit eingeplant in dem Design. Genau. Das Magma, also die Magma-Blöcke da sind die Spawn-Plattform und die anderen Plattformen hier sind die, ja, einmal hier eine Enchantment-Ebene. Da kann man schon die Sachen verzaubern und so, ne? Weil man verdient ja Sachen. Also hier ist das Sortierungslager von den Items, die da, also wo die Goldbarren vertradet werden, genau. Hier ist die Craft-Ecke und Enchantment-Ecke hier so. Genau, und dann kann man noch eins höher gehen. Hier kommen die Sachen aus der direkten Farm an und die werden hier mit diesem System weiter, also die Goldbarren werden hier weiter vertradet. Ich sammle auch hier alles ein und Schwerter, die oben kommen, landen hier in der Auffangskiste und werden dann einfach eingeschmolzen mit einem Teppich-Tuper. Wird ausreichend Brennmaterial besorgt, ja. Genau. Und dann muss man hier hoch gehen, stellt sich hier rein. Das kennen ja sicherlich einige schon. Und da sind noch XP-Kugeln drin, ja. Ich stand hier auch schon einige Zeit jetzt und da wollen wir mal versuchen, einen zu treffen und aggressiv zu machen. Okay.
So, und jetzt kommen alle von allen Seiten wieder auf mich zu. Die spawnen hier immer neu, natürlich, und ja. Sterben jetzt. Und dann gibt's die XP. Was man machen kann, ist bei dieser Farm tatsächlich diese Luke öffnen. Und man könnte unten reinhopsen, muss man aber nicht. Und dann kann man zu gucken, wie die da sterben. Ja. Genau. Und da sieht man, wie die Level kommen. Das nur mal so zum Zeigen. Genau. Und dann gehen wir wieder in die richtige, in die Overworld. Und gucken uns noch die Burg und die Stadt an. Und jetzt wird es wieder passieren, dass die ganzen so nebendran fallen, wie ihr vorhin schon beim Basalt unten gesehen habt, liegen überall die Items rum. Ja. Und hier ist überall Teppich, damit keine Ghosts spawnen können, weil die könnten die Farm kaputt schießen, was natürlich ärgerlich wäre, ne? Genau. Und dann sehen wir uns wieder unten. Ah. Sind wir wieder in der Overworld? Vielleicht kann ich es euch auch mal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon mal gezeigt habe. Auf jeden Fall habe ich hier auch Farmen stehen. Also hier waren so kleine Farmen, ne? Und ich habe mir noch was Größeres zugelegt. Und zwar habe ich hier einen riesen Raum rausgesprengt mit TNT-Dupern. Hier wird Kaktusgrün gebrannt. Und hier sind, also die sind alle nicht vollautomatisch. Hier sind Bienen. Das hier ist für Kühe, die muss man reintun, vermehren und dann sterben die von alleine. Hier spawnen andauernd Endermans, die mir überall so Blöcke hinsetzen. Und das ist eine vollautomatische Farm, die allerdings übergelaufen ist, weil ich gar nicht so viel Bambus verarbeiten kann. Genau, das sind alles eigentlich Felder hauptsächlich, weil, also Felder, die man selber bearbeiten muss, weil, ja, ich kam einfach nicht dazu, automatische Farmen dafür zu bauen. Das war der Versuch einer Mini-Eisenfarm, ist leider auch gescheitert. Das nebendran ist aber ein sehr gutes Konzept. Und zwar ist das mit dem Spawner-Raum, den hätte ich sonst, also die musste ich schützen. Und da ist mir eingefallen, ich könnte die weiterverwenden und könnte daraus so einen Teil machen, wo die hochgeschossen werden. Also man stellt sich hier hin. Die spawnen, werden dann hochgeschossen und fallen dann hier runter. Haben so viel Schaden, dass man sie mit einem Schlag töten kann. Wenn man Looting-Schwert hat, kriegt man die Items halt so, ne? So, wie viele Endermans waren hier? Diese ganzen Blöcke, die hier rumstehen. Genau. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Burg an. Dahin kann man tatsächlich auch gehen. Ich habe nämlich auch, wir gehen erstmal hier hoch. Ich habe nämlich an dem Netherhaus ein bisschen überarbeitet, so, ne? Da kamen leider auch immer wieder Eisengolems, die hier drin spawnen. Es kann sein, dass die wieder hier rumgammeln. Da wieder von den Dorfbewohnern, die ich hier züchte, ne? Und auf jeden Fall kann man jetzt auch zum Beispiel weitergehen und hier lang gehen. Dann kommt man hier nochmal in so einen Raum. Der ist eigentlich ganz nice. Aber wie man hoch zur Burg kommt, gibt es nur einen Weg von meinen Sachen aus, es sei denn, man verlässt sie und geht außen rum. Aber das wollen wir ja nicht, ne? Und zwar kann man dann vorne in meine Basis reingehen. Hier überall diese Eisengolems. In meiner Eisenfarm spawnen keine, aber hier spawnen welche. Toll. Und zwar kann man von hier aus hochgehen. Ah ja, das kann ich euch auch mal zeigen. Das ist ein Honigbrunnen. Da können Items runtergleiten, wenn man die da einschaltet. Was macht der hier? Die kommen immer durch, immer durch. Genau. Hier oben ist meine Rundum-Zugstrecke, einmal um mein Paradies drumherum. Und jetzt sind wir in der Burg. Und zwar sind wir hier im Burggarten gespawnt. Hier haben wir eine Bäckerei. Eine Burgbäckerei. Hier ist das Tor, Haus, Tortürme. Hier haben wir einen überdachten Wehrgang. Und hier einen Stall, der leer ist. Ja. Genau, weil Tiere, die spawnen leider ab und zu. Und auf jeden Fall ist das der, also ist das die Vorburg, die ist nicht so gut geschützt, ne? Auch nicht von ganz hohen Mauern. Und hier habe ich eine Schmiede gebaut, insofern es vom Platz her geht, hier. Und zwar, ja, toll, hier hängt's. Und zwar habe ich hier auch noch mal eine kleine Karte nur von der Burg. Aber was wir hier haben, ist ein Lagerhaus,
mit unten da mit einer Amtsstube und hier eine Waffenkammer, ne? Hier haben wir eine Kapelle. Und nein, hier ist kein Geheimgang hinter. Hier haben wir eine Kapelle. Eine Burgkapelle. Wenn man mal guckt, da oben kann man aus dem Palast, dem Herrensaal, direkt dahin gehen zum Gottesdienst. Muss gar nicht erst außen rum gehen. Das ist der Bergfried, der größte Turm von allen. Der ist nicht eingerichtet von innen. Hier haben wir das Haus für Mägde und Knechte und so. Hinten ist ein Holzlager in der Ecke. Viel Holz ist noch da. Und hiervon kann man dann auch nochmal zur Stadt kommen. Das ist noch ein Wehrturm. Hier gehen wir gleich lang. Genau. Und man kann hier in noch eine Kammer für eine Kemenate, ne? Kemenate für die Damen zum Schlafen so mit Ofen natürlich. Und dann haben wir hier unten die Küche. Eine lustige Funktion gibt es. Ein Abfluss, der ist auch tatsächlich so im Buch verzeichnet. Und da läuft jetzt Wasser runter in den Sumpf. Und jetzt nicht mehr. Genau. Und dann ist hier oben der Saal, der allerdings recht wenig eingerichtet ist, aber auch mit fetten Kamin. Und hier kann man in die Kapelle gehen. Ja. Genau. Und hier gibt es noch weitere Zimmer, Gemächer und so. Die sind aber auch nicht eingerichtet. Das ist nämlich kritisch mit so großen Betten und so, das hier einzurichten. Genau, und dann gehen wir einfach mal jetzt zur Stadt. Über diese Brücke. Hier ist mein Leuchtturm, der etwas fett oben ist. Hier haben wir das Schiff. Ein Kran mit Leinen. Natürlich, das gehört dazu. Damals war es so, Kräne wurden durch Laufen angetrieben, durch so Räder. Und dadurch wurde dann das Ganze also in Bewegung gesetzt. Hier haben wir auch ein Hafengebäude mit Lagerräumen. Und dann haben wir hier eine Schmiede. Eine Schmiede für einen Rüstungsschmied und für einen Waffenschmied, soweit ich weiß. Grob und fein so, ne? Tatsächlich sind da, wo die roten Steine davor sind, Dorfbewohner drinnen, die ihre Berufe da drin haben. Weil die Stadt nicht komplett fertig ist und nicht komplett ausgeleuchtet ist, besteht die Gefahr, dass Zombies kommen und die Dorfbewohner lynchen könnten. Darum habe ich das Ganze zugebaut. Immer so, da kommen wir rein, aber sie nicht raus, ne? Hier geht es einmal über die Brücke, über den Bach. In dem Bereich, wo sie arbeiten. Und oben schlafen die. Die schlafen meistens immer in einem Bett. Obwohl ich zwei Räume mit zwei Betten gebaut habe. Hier schlafen sie nicht. Ja, hier schlafen sie beide wieder in einem Bett. Genau. Und dann geht's weiter. Oh. Da unten hat Keksi eine Fischerhütte gebaut. Auch mit Fischer drinne. Ich habe hier eine Mühle gebaut für den Bauern, weil Bauernberuf, ja, wir haben auch einen Bauernhof, da leben auch ein Bauer und ein Schäfer. Auf jeden Fall ist hier eine Mühle und weil mir ist kein anderer Dorfbewohner eingefallen, weil es gibt keinen Müller. Genau, hier haben wir die Gerberei neben mir. Und zwar ist die so, die hat hinten einen Hinterhof mit Wasserkesseln drin zum Gerben und so. Weiter kommen wir. Das ist ein Haus, was keinen Beruf hat. Das ist ein Gasthaus hier. Hier haben wir ein Haus für den Steinmetz. Hier mit Lehmgrube und so. Da sind gerade mit zu viele Creeper. Ich habe keinen Bock, dass die irgendwas hochjagen. Genau. Und hier haben wir nochmal den Bauernhof mit der Schäferei. Bauernhof, so man hier drin wieder. Dann ist der Schafstall und so. Genau, an der Stadt sind alle beiden anderen Mitspieler beteiligt, ebenfalls ich auch. Genau, dann gehen wir mal nach oben. Hier entstehen überall noch neue Sachen dann. Hier haben wir eine Kirche. Die hat drinnen auch Einrichtungen und so, ne? Komplett mit Kirchturm. Hier ist das Rathaus, was auch Bibliothek zugleich ist, also wieder für den Beruf. Hier haben wir ein paar Marktstände. Und hier ist ein Brunnen mit der Quelle.
Ich habe mir so ausgedacht, dass ich einfach mal eine Quelle haben möchte, weil ich keinen Bock hatte auf so einen anderen Brunnen, weil es soll ja ein Bach hier durchfließen, weil ich finde, ein Bach ist cool. Und hier haben wir ein Haus, was auch kein Beruf zugehörig ist, sondern einfach so ein Haus mit Laden drinne. Genau. Und hier haben wir aber ein Haus für den Kartografen mit Kartografenturm und nebendran das Haus dran gebaut. Genau, hier unten haben wir ein Haus für. Ich weiß es gerade tatsächlich selber nicht mehr. Genau, den Bogner. Der schläft in seinem Bett, sollte in seinem Bettchen da oben schlafen. Genau. Und da sind jetzt wieder Creeper. Ebenfalls haben wir hier für Gerber und Metzger eine Hütte mit Beischuppen und so, ne? Und das haben wir bisher in der Stadt gebaut. Wir haben aber auch schon geplant, jetzt kommt Luftangriff. Wir haben auch schon teilweise geplant, wie die Stadt verlaufen soll, wo Mauer hinkommt, wo der Fluss die Mauer ist. Und zwar sieht man da einen Turm, den habe ich nicht gebaut. Das ist so ein bisschen ausprobieren und so, ne? Sieht man hier, dass da überall diese Blöcke sind, das heißt, wo Stadtmauer hinkommen soll. Die das dann ja, absichert, so ein bisschen abschützt. Das Kixi, weil wir brauchen einfach, also wir wollen eine größere Stadt haben und da muss das so sein. Wo ist sie? Da oben. Auf dem Dach, haha. Wir könnten Nacht skippen, indem wir uns hinlegen. Genau, mal gucken. Die sind natürlich alle wieder oben auf dem Turm. Ich weiß nicht, warum die sich nicht in ihren Bettchen legen. Aber Nachtskippen ist besser, als dass wir jetzt draußen mit Creepern und Co. Probleme bekommen. Hier ist genug Platz drin, damit ich das Bett und so einrichten kann, ne? So, Tag, perfekt. Jetzt haben wir das Problem weg. Schöne Aussicht eigentlich. Genau. Jetzt können wir auch da hinten lang gehen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir weggesprengt werden. Und zwar baut sie ein Waldhaus oder plant das zumindest. Fängt damit schon mal an hier unten so, ne? Also sie hat auch schon andere Sachen gebaut, aber das ist ihr momentanes Projekt, weil so Häuser brauchen halt nun mal schon ihre Zeit, weil die sind aufwendig zu bauen. Man muss gucken, dass es passt und so. Halt im Mittelalter die Regeln so ein bisschen beachten. Genau. So. Hier komme ich eigentlich nicht mehr hoch, weil. Hier sind jetzt schöne Süßbären gegen Zombies. Das ist so vorläufig als Schutz vor denen. Weil wir wollen noch, wie gesagt, die Stadtmauer bauen. Und wenn dann die Stadt ausgelöscht ist, haben wir die Probleme nicht mehr. Ich möchte doch nur hochklettern. So, hier oben. Genau. Und zwar haben wir noch was Besonderes hier unten. Ihr habt euch sicherlich gefragt, wo die Geistlichen wohnen. Ihr dachtet bestimmt in der Kirche oder so. Nein, die wohnen unter der Kirche. Und zwar haben die hier ihren Schlafraum, ihre Schlafgemächer. Mit Bett natürlich. Und hier rennen sie beide wieder rum. Und ihren Arbeitsraum mit Tränken, Büchern und so. Das ist nicht funktionabel für einen richtigen Mensch, also die Tränke schon, aber so, ne? Und hier ist die Gruft mit den Särgen. Und was lustig ist, ist, hier liegen erstens Knochen drin und zweitens kann man aus diesen zwei Särgen tatsächlich abhauen, einen Geheimgang lang gehen, der aber ziemlich lange dauert, weil man dauerhaft kriecht. Genau. Soweit alles abgesichert, damit die nicht rauskommen wieder. Und da werden ja immer weitere Sachen, noch Häuser und so in der Stadt bauen. Ich denke mal, der andere Spieler ist eigentlich auch schon so weit, dass sie einen Enderdrachen besiegen könnten. Weil alleine möchte ich das, wie gesagt, nicht tun. Da muss ich mal gucken, wann wir das machen werden. Wir haben ja auch versucht,
automatische Laternen zu bauen. Ja, das ist jetzt nicht so unbedingt Mittelalter, aber durch die Verkleidung und so geht das einigermaßen. Ja. Genau, und da hinten steht schon mal ein erster Versuchsaufbau der Stadtmauer. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir es genau machen, weil hier war auf jeden Fall geplant, eine Mauer zu bauen, weil da drüben ist Land. Und Land heißt halt, dass da Zombies rüberkommen könnten. Wasser können Zombies ja auch rüberkommen, aber halt langsamer, ne? Genau, der Bach gabelt sich ja auch und fließt hier seitlich nochmal lang, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und da fließt der Bach hier unten in dieses kleine Wasserloch, wovon er unterirdisch in den großen Bach fließt. In den hier. Genau. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es gerne liken. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos von solchen verpasst. Ja. Videoideen könnt ihr wie immer auch gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr irgendwelche Wünsche hättet, die hier zum Beispiel umgesetzt werden sollen oder so. Oder wenn ihr irgendwas wollt oder sonst was, was ich ein Video drüber machen kann, was für mich umsetzbar ist, dann könnt ihr das wirklich gerne in die Kommentare schreiben. Gut, bis zum nächsten Mal.